Willkommen zurück beim DSJ4LP. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben. Und ich würde sagen, an dieser Stelle würden wir auch gleich fortfahren und schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Es müsste inzwischen Neujahr sein, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Aber, oh, Lillehammer HS100. Das trifft sich doch auch nicht schlecht. Und dagegen habe ich nichts. Und der Wind hat auch nichts gegen mich und auch nichts für mich. Also schauen wir mal. Ja, eine Harpunen. Mal schauen. Wahrscheinlich um die 100 Meter, dass man gewinnt hier heute. So schätze ich mal die Lage ein. Ich habe schon länger wieder nicht gespielt. Und deswegen war dieser Sprung jetzt nicht das Gelbe vom Ei gerade. Und jetzt fängt die Lüftung auch noch an, Herz allerliebst. So. Aber wir werden schauen, dass wir durchaus gute Sprünge hinbekommen. Und ich schätze, dass man trotzdem um die 127 bis 130 Punkte brauchen wird, dass man im zweiten Durchgang mit dabei ist. Zum Beispiel Manuel Fettner mit seinen 85 Meter wird nicht dabei sein, schätze ich mal. Ich habe es einfach im Urin, quasi. Und ja, da spinnt die Maus wieder mal und da geht natürlich nichts. So. Jetzt sollten wir wieder schnell wie möglich die schrecklichen Sprünge da vergessen und uns auf den Kamelstock konzentrieren, aber nix. Auch der war nicht gut, 83,5 Meter. Als nächstes tritt Jan Matura auf. Und das sieht schon wieder besser aus, nur, naja. 94 Meter, da müssen wir doch nochmal die Rechnung überdenken, vielleicht reicht doch schon 125 Punkte aus. Wenn ich nicht in Form komme, jetzt mal. Dimitri Ipatov, das sieht schon wieder besser aus. Nur wackelt er ein bisschen zu viel. Aber das lässt sich doch sehen mit 96,5 Meter. Da ist er definitiv mal auf Rang 1. Als nächstes ist Andreas Wank. Und er kommt ein bisschen schief rauf, das heißt, er dürfte, naja, Rang 5, 123 Punkte, das ist nicht wirklich sehr gut und wird wahrscheinlich auch nicht reichen, da die Landung nicht gut war. Da fahre ich wieder ein bisschen daneben und schon kann ich den Sprung vergessen. Ilja Roslierkow, nix da. Im Weltcup sieht es ein bisschen anders aus mit den ganzen Springern schon wieder. Mit den Standardspringern, was hier jetzt ein bisschen vorne weiter dabei sind, das werde ich dann im nächsten Cup austauschen. Aber vorerst springen wir mal so. Und Andrea Morassi mit 97 Meter jetzt und guten Noten auf Rang 1 mit nur einem halben Punkt Vorsprung auf Dimitri Ipatov. So, jetzt kommt Gregor Schlierenzahn, der immer so ein Cut war. Mal schauen, was der zusammenbringt oder ob der diesmal besser geht. Ja, der geht viel besser als sonst. Da ist auf Rang 1 mit 98,5 Meter. Und das sind 135 Punkte, das ist sicher dabei im zweiten Durchgang. So, jetzt haben wir Anssi Koivuranta auf der Schanze. Mit, naja. So, 96 Meter, das ist jetzt mal Rang 4. So, als nächstes kommt Dimitri Vassiljev für die Russen. Mal schauen, was er so zusammenbekommt. Naja. Aber es könnte sich für eine Qualifikation ausgehen, wird es wahrscheinlich auch. Er ist auf Rang 2 mit 97,5 Metern immerhin. Hat ein bisschen kürzer ausgesehen, als er in Wirklichkeit war. Denn die Linie ist schon weiter unten. Denn durch die gute Landung des Gregor Schlierenzahns ist die Linie schon über 100 Meter. Und das war ein sehr guter Sprung von Jane Damian jetzt auf 101,5 Meter. Und das bei dem Wind, das lässt sich doch sehr sehen. 140 Punkte jetzt. Und dann, wenn das sich so fortsetzt, ja, mal schauen. Daikito, im wirklichen Weltcup nicht wirklich gerade gut in Form. Und auch hier im Moment nicht. Er landet nur auf Rang 10. Roman Kudelka hat auch Formprobleme. Wie im Spiel, so auch im Weltcup. Aber naja, das dürfte sich für eine Qualifikation heute ausgehen, ist auf Rang 3. Er ist auf Rang 3, ja. Martin Koch ist der nächste, der jetzt was zeigen möchte. Und da die Mauseinstellungen stimmen noch nicht ganz wieder, aber naja. Aber 96,5 Meter dürfte ebenfalls für eine Qualifikation rechnen, denn er hat 130,5 Punkte. Und ich ziehe nochmal meine Korrektur nach oben. Man wird wahrscheinlich so um die 130 bis
128 bis 130 Punkte brauchen. Ja. Michael Heiberg, wenn es mich nicht täuscht vom Anzug her. Ja, und er erreicht eine gute Weite von 99,5 Metern und ist deswegen auf Rang 2, nur hinter Jane Damjan. So, Ville Larintor für die Finnen, für das angeschlagene Finnen-Team. Er könnte den zweiten Durchgang mit diesem Sprung erreichen, wird aber knapp. Aber es dürfte sich trotz all dem ausgehen. Ja, tut es auch. Als nächstes haben wir Stefan Huller für die Polen, die jetzt letzte Zeit wieder stärker geworden sind, aber hier verpasst er eindeutig den Absprung und landet deshalb nur auf 81 Meter. Ja, ein paar Ausritte gibt es hier schon nach unten, aber sonst sieht das gar nicht so blöd aus. Ja, sieht es wirklich nicht aus. Und die ersten drei sind schon fix dabei. Das ist unglaublich früh für Gregor Schlienzer, dass er schon fix dabei ist, aber wer verdenkt es ihm? Wer gönnt es ihm nicht? So, Tom Hilde hat auch wieder einen guten Sprung. 98 Meter, das ist Rang 4 im Moment. Taku Takeuchi für die Japaner jetzt da mit etwas Aufwind. Und da kommt er trotzdem Leck gut um durch. Und landet immerhin noch auf 94,5 Meter und ist jetzt mal auf Rang 13 und ich würde sagen, das wird sehr knapp für ihn werden. Peter Priuz an der Reihe für die Slowenen. Der Absprung war sehr gut. Und die Weite ist auch super. 100 Meter, das ist natürlich Rang 2 zwischenzeitlich. Ja, Doppelführung für die Slowenen vor zwei Österreichern, sehr nice. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ui, ui, ui. Ander Schwannemehl hat zwar Probleme, aber 97,5 Meter reichen noch immer für Rang 12 hier jetzt. Andreas Sternen. Für die Norweger. Ein bisschen Rückenwind, aber das geht schon. Naja, da ist er nicht dabei im zweiten Durchgang. Da war die Flugphase einfach durchgesackt, einfach zwischendurch durchgesackt. Das ist unglaublich. Also ist so. Jutta Watase. Ja, da geht's auch. Der dürfte auch dabei sein mit den 99 Meter. Da ist er sicherlich dabei. Rang 4 gesagt mit Gregor Schlierenzauer. So, dann haben wir als nächstes Rünewelter und dann werden wir eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Und dann sind 10 Leute qualifiziert. So, ja, das sieht auch wieder okay aus. Da haben wir 93 Meter, Rang 20. Die ersten 10 sind dabei. Das heißt, bis inklusive Ville Larintor. Und ich bin mir sicher, dass es Anssi Koivuranta da auch noch schafft. Hier in den zweiten Durchgang zu kommen für Janne Harponen und seine ersten Weltcup-Punkte schaut es im Moment düster aus. Aber es könnte sich durchaus ausgehen. Andreas Kofler, der Nächste. Ja, da ist ein bisschen zu früh abgesprungen. Aber er rettet sich durchaus runter, aber er war Rang 16. Also zumindest vor Janne Harponen. Und Andreas Kofler könnte einer sein, der sich knapp noch in den zweiten Durchgang retten könnte. Und dieser Sprung von Lukas Lava sieht jetzt gut aus, aber nicht so, wie man vermuten hätte können. 98 Meter ist deswegen jetzt sein Zwischenstand und reiht sich ebenfalls auf Rang 4 an mit zwei anderen. Ein mit zwei anderen, so. David Kubacki hat jetzt auch wieder gut besseren Sprung erwischt und ist jetzt auf Rang 4 vor den drei anderen, nämlich mit 99 Meter. Das ist doch auch sehr ansehnlich. Severin Freund, der Nächste. Einer der besten Deutschen im Moment. Oder der Beste bei den Deutschen im Moment im Weltcup, im Echten. Und landet hier jetzt im DSJ4 Cup auf Rang 11. Juri Tepesch ist der Nächste. Und naja, er kommt etwas flach raus, aber es reicht für eine gute Weite, 98 Meter, das ist Rang 10 im Moment. Da hat sich doch der Cut sehr weit nach oben verschoben im Moment. Aber naja, schauen wir mal, was Simon Ammann jetzt macht. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Und der ist über die Hillsides gegangen, 100 Meter genau. Mehr oder weniger genau. Rang 3, Ex-Aequo mit Michi Heiböck. So, als nächstes kommt Thomas Morgenstern. Mal schauen,
ob er sich wieder qualifizieren kann. Er hat ja auch noch nicht ganz die Form gefunden im echten Weltcup. Aber hier scheint er es gut noch zu können und 99,5 Meter bedeutet für ihn im Moment Rang 5. Oh, ein Finne so weit vorne, unerwartet aber doch, Olli Muotka. Ein bisschen steil, gewinnt schnell an Höhe, aber fällt auch, aber er kommt trotzdem runter auf 98,5 Meter und immerhin Rang 5 ex aequo mit Thomas Morgenstern. So, als nächstes haben wir Antonin Hayek, der im echten Cup auch im Moment arge Formprobleme hat, wie so ziemlich alle Tschechen. Aber hier kommt er gut runter auf 101 Meter und ist auf Rang 2. Ex aequo mit Peter Priots. So, Wladimir Zografski hat im Moment eine sehr gute Form auch im echten Weltcup. Aber hier scheint er ein bisschen spät abgesprungen zu sein und wird es nicht im zweiten Durchgang schaffen. Ne, ist jetzt schon weg. Und es sind Nummer 10 oben, bis inklusive Martin Koch mit 130,5 Punkten, haben es in den zweiten Durchgang bisher geschafft. Also ich bin noch immer zuversichtlich, dass es Anssi Koivuranta auch schaffen wird. Enttäuschend ist ein bisschen Andreas Kofler, dass der wahrscheinlich nicht dabei sein wird, aber sonst eh die üblichen Verdächtigen und Manuel Vettler leider auch wieder mal draußen. So, jetzt haben wir Maciej Kot, der ist leider wieder ein bisschen mehr Rückenwind. Aber es dürfte ihn nicht stören, da er jetzt gut rausgekommen ist oben und er macht das Beste aus seinen Bedingungen und ist mit 98 Meter im Moment auf Rang 12. So, Berzode kommt für das starke französische Team im LP Cup. Von denen hört man ja auch im Moment nicht so viel im echten Weltcup. Aber naja. Hier schauen wir mal, dass er auf Rang 22 im Moment, das wird nochmal knapp für ihn werden. Er ist hinter Martin Koch, aber dürfte fix dabei sein im zweiten Durchgang. Ja. Dürfte nicht nur, ist er auch. So. Anders Spardal für die Norweger der nächste. Der kommt auch gut und ruhig durch und kommt auch auf ungefähr 100 Meter, ja. Und ist Rang 4 auf Rang 4 mit zwei anderen Personen. Emmanuel Chedal. Auch ganz weit vorne hier im LP Cup. Im DSJ4 Cup, im LP Cup, naja, bla, beides stimmt. Aber jetzt scheint's nicht ganz so gut zu laufen und ist jetzt mal auf Rang 16. Und ist auch dabei, aber muss den zweiten Durchgang zulegen, dass er sich noch hier verbessern kann. Piotr Schiller jetzt für die Polen. Er kommt auch durch, ist ein bisschen flacher, aber es scheint so zu sein, dass flach hier rauszukommen nicht so schlecht ist, aber hoch auszukommen auch nicht so das Wahre ist hier im Moment, gerade bei diesen Bedingungen. Im Aufwind sieht es dann sicher anders aus, aber im Moment ist es eigentlich egal, wie man springt. Man kommt ungefähr auf die gleiche Weite. Noriaki Kasai kommt jetzt gut raus, auch wieder, und kommt auf 99 Meter, aber nur Rang 10, weil das Feld schon so eng extrem zusammengedrückt ist. So, wie viel haben wir denn noch oben? Es sind 4, das heißt inklusive Rang 26 ist qualifiziert und das ist Vasseur de Kamp. Selber ja, aber ich habe den Namen falsch geschrieben, wie es anscheinend wieder aussieht. Sebastian Coloredo, unglaublich weit vorne im Cup hier. Aber jetzt scheint er nicht in den zweiten Durchgang zu kommen und das heißt Anssi Koivuranta wäre im Moment dabei. Jetzt haben wir noch 3 Leute oben. Ja, Andreas Kofler wird es nicht schaffen. Aber Anssi Koivuranta und Anders van der Meel sind im zweiten Durchgang, wahrscheinlich sogar mit 31 Leute heute, wenn nicht einer noch von den dreien schlechter springt. Anders Jakobsen hat sich heimlich nach vorn geschlichen, wie es den Anschein hat, ist im Moment schon im Rang 3 im Gesamtweltcup. Aber hier wird es knapp, aber er kommt in den zweiten Durchgang und hat schon sehr, sehr viel Punkte Rückstand dann. Naja. So, hier kommt Michael Neumeier, der auch stark ist im echten Weltcup. Gleich wie hier. Die alte Garde hier ist im Moment vorne. Hier kommt er auch nur auf Rang 27, aber ist immerhin in den zweiten Durchgang, das auch im Moment sehr schwierig ist. Mal schauen, was Wolfgang Loitzl jetzt dabei rausholen kann. Ja, der sieht verdammt gut aus. Der sieht verdammt gut aus. 100 Meter, 100,5 Meter. Er ist im Moment auf Rang 4 und hat alles gut gemacht. So.
Erster Durchgang vorbei hier auf der Schanze, ging schnell. Ja, leider. Oh, puh, wir haben sogar 31 Leute im zweiten Durchgang. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, was sage ich dann groß dazu? Vielen Dank fürs Zusehen beim ersten Durchgang hier und springt schön brav weiter.